Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 7.3.2023. Und unser DAX ist über die Start- und Ziellinie drüber hinaus geschossen. Und naja, bewegt sich Stück für Stück vorwärts. Ich denke, das Bild sagt mehr als 1000 Worte hier sagen können. Wir sind nicht weit gekommen, aber wir haben den SKS-Kopf ausgenommen. Das heißt, formal das Muster jetzt nicht mehr als SKS zu betrachten. Ungültig mit Hörer im Kopf aufgelöst gegen auf der Gegenseite, na, nach oben letztendlich aufgelöst. Es steht jetzt quasi noch immer noch im Raum. Haben wir jetzt einen Range-Bruch oder nicht? Für einen Range-Bruch, ne, wir müssen es nicht als SKS ziehen, sondern als, ich sag mal, als, na, jetzt komme ich nicht, na, Range halt, ne? Also als reines Seitwärts-Pattern, dann hätte das unten, ich würde schon sagen, hier ist eine Begrenzung, da ist eine Begrenzung. Und da wäre es halt schön, wenn er einfach mal ein bisschen auch per Stunde rausschließt, ja. Das bedeutet, sollte er jetzt zurückkommen, wäre erstmal Stand jetzt noch in der Range, ja. Das heißt, insbesondere auch ein Abgleiten. Ich bleibe dabei, ne? Das haben wir gestern auch gesagt, unter 600, unter 75 würde er auf der Unterseite durchaus wieder Platz entfalten. Bis 470. Ja, die sieht ganz interessant aus. Hier 500 bis 470 sieht ganz interessant aus. Und dann auch tiefer 385, 400. Das ist auch relativ leicht und auch schnell wieder erreichbar. Da muss man aufpassen. Und er wäre dann immer noch in der Range. Ja, also auch wenn er sehr, sehr, sehr dynamisch rauskommt, um einen neuen Trend richtig, also eine Trendfortsetzung einleiten zu können, um die geht es ja jetzt, ne? Muss er ein vorheriges Hoch auch wirklich dann halt auch rausnehmen, richtig, ne? Und momentan klemmt er dann auch dran, hat sich jetzt einen Tag Zeit genommen. Ich würde das gar nicht wundern, wenn er zum Dienstag einfach oben raussteigt, mal in die 57, 87 rein hier. Das wird da eigentlich gut reinpassen. Aber rein formal betrachtet sind wir noch in der Seitwärtsrange. In der Spanne der letzten Handelstage, so heißt es ja formal. Das ist noch gültig, ne? Wir haben bis jetzt bloß Lunden und Dochte oben und unten rausgeworfen. Sowohl hier unten als auch da oben, wenn man diese eine Bewegung als Range-Spanne ansieht. Und deswegen ist der hier noch so ein bisschen verklemmt. Ja, deswegen kommt hier noch keine Trenddynamik auf. Das kann aber sich durchaus ändern, sobald er dann oben raushüpft. Ja, also, kriegen wir hier weitere Hochs über dem Montag, würde ich dann schon auf jeden Fall Richtung 57, 87 tendieren und darüber 15, 19, 15, 49. Kippt er uns weg. 5, 70, 600, genau, eigentlich das, was wir gestern gesagt haben. Darunter hätte er dann einfach Platz in 465, 500 rein und auch 400, 385. Ja, deswegen könnte man mal ganz einfach gesprochen sagen, alles unter, ich sag mal, 660. Nee, so würde ich es nicht sagen. Nee, jetzt kriege ich einen falschen Zungenschlag rein. Aber alles über 660 wäre für mich eher für Long interessant, Intraday zum Suchen. Und alles unter 600 wäre für mich für Short interessant zum Suchen. Hätte ich auch gar keinen, wirklich hätte ich gar keinen Schmerz mit einem Short zu suchen, trotzdem Anstieg, weil es halt immer noch in der Range. Ja. Und in der Range haben dynamische Anstiege oder auch Abverkäufe meist nicht viel Bedeutung, wenn der eben nicht aus der Range rauskommt. Ja, wie hier zum Beispiel, da ist er auch richtig angeknastert gekommen. Naja, und dann ein paar Kerzen zur Seite und dann ging es auch schon wieder zurück. Ja, also von daher, ja, aber ich hätte wirklich einen kurzen Fingerabzug, um zu sagen, hier, wir gehen long dann. Na, also unsere Elisa, die hat ja auch jetzt, ich glaube, schon 4 Treffer in Folge wieder. Die hat ihren schwachen Jahresstart wieder schon ausgeglichen bekommen. Und wird sich definitiv darüber auch wieder freigeben. Ja, die hat jetzt die letzten Tage ganz gut was mitgemacht. Am Montag jetzt hier ein bisschen Glück gehabt. Ne? Da hat nicht viel gefehlt. Am Stop-Loss ist relativ eng gewesen. Aber gehalten ist gehalten. Gut, Freunde, ja, kann euch nicht mehr erzählen hier, ne? Also von daher, gucken wir mal, weitere Hochs für mich definitiv ein Grund, Richtung 57, 19 und höher zu avisieren, aber eben auch nicht böse sein, wenn der sich jetzt eindreht und dann plötzlich wieder bei 400 steht, ne? Sollte jetzt keiner überrascht tun, denn es ist dann einfach nur die Fortsetzung von dem, das, von dem, was wir seit 9. Februar sehen, ja? Gut, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.